Ich habe einfach Blumen geschickt bekommen und ich weiß nicht von wem. Oh nein, nicht weinen, Engel. Ich will nicht weinen, ich hab mich geschmiert. Wie krass. Ich wünsche dir bei deinen 100.000 viel, viel, viel Glück. Ganz viel Glück. Oh, was ich jetzt fühlen würde, so eine heiße Schokolade. Ja. Wie krass, wie geil, Schatz. Wow. Das ist dein Körper-Chat, Schatz. Morgen, Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Freitag und ich habe mich jetzt mit meinem Kaffee hier an meinen Tisch gesetzt. Ich sehe sehr weggeklatscht aus. Ich bin auch pale AF. Ich muss heute sehr viel fake tan. Heute ist Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Übermorgen ist mein Geburtstag und deswegen gehen heute die Preparations los. Und ich dachte mir, ich nehme euch dabei einfach ein bisschen mit. Deswegen wird es hier der Geburtstags-Preparations- und Geburtstagsvlog. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr könnt es enjoyen. Ich hoffe, es wird gut. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne für meinen Geburtstag, weil wir feiern morgen rein. Und der Plan war eigentlich ein ganz anderer. Ich wollte eigentlich ja gar nicht hier sein an meinem Geburtstag. Ich wollte ja mit Arthur wegfahren. Aber es hat alles nicht so ganz funktioniert. Und deswegen haben wir jetzt so einen Plan B ausgetüftelt, den ich aber eigentlich sehr, sehr cool finde. Ich habe euch auch schon sehr viel von der Food Inspo auf Insta gepostet, weil ich so ein bisschen eure Inspo haben wollte, eure Rezeptideen oder was ihr so an euren Geburtstagen gemacht habt. Weil ich finde so Fingerfood und so Antipasti-Zeug und einfach so, dass man sich von allem was nehmen kann, richtig nice. Ich habe mir ein bisschen was bei Pinterest rausgesucht. Ich finde sowas sehr geil, aber bei mir alles Veggie. Dann haben wir hier zum Beispiel auch noch so süßen Kram. Ich will auch so Erdbeeren holen mit Schokolade, damit wir die so zusammen verzieren können. So als kleine Aktivität zusammen, finde ich richtig süß. Dann haben wir hier noch was sehr lecker aussieht. Ich weiß nicht mehr, was das weiß. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Frischkäse, aber es sieht so gut aus. So habe ich mir den Vibe vorgestellt. Ich bin mal gespannt, ob ich das so ästhetisch und lecker schmeckend hinbekomme. Ich glaube, man erkennt einfach, in welche Richtung es geht. Ich finde, das ist einfach so nice. Und das ist so ein bisschen meine Inspo für den Abend. Es kam ein so cooles Paket gerade an. Ich bin gerade so happy. Ich dachte gerade so, what is this? Und dann war ich so, oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was es ist. Und wir öffnen das jetzt mal gemeinsam. Ich muss jetzt zwar gleich los, aber ich will das jetzt noch öffnen. Das ist 100% meine Deko. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie cute ist das denn? Hä? Oh, wie cute. Das ist so süß. Das ist so süß. Ich dachte gerade, weil ich zeige euch jetzt noch, wie dieses Paket aussieht. So. Und ich habe Deko bei Decor Army bestellt. Aber ich habe halt relativ viel mir ausgesucht. Und deswegen war ich gerade so, hä, das ist nicht von denen. Aber es ist von denen. Und das ist alles hier drin. Und ich muss jetzt mal schauen, wie ich das am besten mache. Aber das ist so süß, dass die hier noch diese Luftballons reingemacht haben. Ich glaube, ich tue die jetzt hier schon hin, weil da ist auch noch so Tesafilm dabei. Und ich glaube, ich werde das jetzt einmal an die Wand bappen. So. Mega! Call me Improvisierungsqueen. Sieht ganz cute aus. Und jetzt gibt es hier mal den richtigen Deko-Haul. Wir machen jetzt mal hier einen ganz kurzen Schnelldurchlauf, weil ihr werdet das ja dann alles noch aufgebaut sehen. Also, das ist alles, was ich bestellt habe. Ich bin sehr excited. Es kam alles so schnell an. Ich glaube, innerhalb von einem Tag. Ich glaube, man kann erkennen, der Geburtstag hat einen goldenen Vibe. Aber ich dachte mir, das passt halt perfekt so zu der Deko und allem. Wir haben einmal weiße Kerzen. Die kommen nämlich hier auf die Kerzenständer drauf, damit wir die auch anmachen können. Dann habe ich dieses Balloon-Set. Aber ich habe ja gar kein... Ah, nee. Man kann es einfach mit Luft füllen. Okay. Dann haben wir solche goldenen Chrom Luftballons. Ich finde die so schön. Ich bin einfach nur zu blöd, Luftballons zuzumachen. Deswegen muss ich das mit Arch heute Abend machen. Dann habe ich mir so kleine Bälle bestellt, so für die Tischdeko, einfach um die so ein bisschen zu drapieren. Dann haben wir noch weiße Luftballons. Da habe ich irgendwie 2 Stück von, weil ich meine, ach, ich dachte, es wären 10. Ja, okay, jetzt sind es ein bisschen viele, aber egal. Dann haben wir goldene Strohhalme. Finde ich auch sehr, sehr cool. Auch, dass sie aus Papier sind. Und ich glaube, das haben die mir noch extra dazugelegt, und zwar diese Girlande. Freue ich mich sehr drüber. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das alles anordnen soll, aber ich werde auf jeden Fall einen Weg finden. Oder ich mache das dann mit Hannah oder Arthur oder so zusammen. Und ja, das ist auf jeden Fall mal so ein kleiner Deko-Haul. Warten wir auf die Hannah? Warten wir auf die Hannah? Hast du gerade dein Körbchen voller Kacke gemacht? Hast du, gell? Hast du, ne? Wie stehst du denn da? Wie stehst du denn da? Ja.
Warte, wir suchen hier gerade S&M. Es gibt die alle in S&M und wollen graue. Gibt es nur ein XL? Ah doch, nee, ich glaube, ich habe eine. Was, als ob? Nee, auch XL. Oh nee. Hier könnten klein sein. Nee, auch. Ey, Hannah, die gibt es nicht in klein. Ich mein's ernst. Ich bin wieder zu Hause und es war gerade low-key wirklich ein bisschen stressig. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mit Nala spazieren gehen. Dann muss ich mich fake tan fürs Video heute Abend. Und ich weiß nicht, ob ich das bis Sonntag hinbekomme, das zu schneiden, weil ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin. Weil ich bin auch auf so einem Firmending von Hannah. Der Tisch ist auch absolut unordentlich. Meine Stühle sind noch nicht da, die ich jetzt aber schon, ich weiß nicht, vor wie vielen Tagen bestellt habe. Ich habe auch noch was bestellt. An Möbelstück extra für meinen Geburtstag. So einen Servierwagen, den habe ich bei Denise Bobe gesehen. Zumindest so einen ähnlichen. Das fand ich richtig cool für so Cocktails und so dieses ganze Getränkeding. Ja, aber der scheint noch nicht anzukommen. Das ist beides von der gleichen, also die Stühle und dieser Servierwagen kommt von der gleichen Brand. Und da habe ich so ein paar Struggles mit, auch was so eine Reklamation angeht. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich werde da, glaube ich, nicht mehr bestellen. Aber mein Nachbar hat mir gerade ein Paket vor die Tür gestellt. Das hole ich jetzt erstmal rein. Das ist von Westwing und da sind auch noch ein paar Sachen für den Geburtstag drin. Die werde ich jetzt auspacken und dann gehe ich erst noch spazieren und dann muss ich auch noch den Müll wegbringen. Oh mein Gott. Das ist das Westwing-Paket. Und ich sage euch ehrlich, ich weiß nur noch eine Sache, die ich bestellt habe. Ah, nee. Ich weiß gerade alle. Oh mein Gott. That's very much. Boah, diese Pappdinger stinken immer. Oh nein, ich habe jetzt gar keine Cocktails. Ich habe jetzt nur normalen Alkohol gekauft und keine Cocktailsachen. Und jetzt habe ich mir extra so einen Cocktailmaker bestellt, aber den behalte ich trotzdem mal. Der sieht so aus. Ich finde den sehr cute, aber vielleicht können wir trotzdem irgendwas da drin shaken. Ah, und dann habe ich mir noch so ein Brett gekauft. Ein Schneidebrett. Aber das ist auch ganz gut, um da so Sachen drauf anzurichten. Ich glaube, das ist echt pretty. Und die Gläser, gucke ich direkt mal, ob die passen. Die Gläser sind echt schön und die passen richtig gut zur Deko. Hier habt ihr nochmal eine kleine Overview. Das Einzige, was mich triggert, ist, dass die Goldtöne nicht gleich sind. Aber ich finde es trotzdem schön. Nelly! Hast du noch nie Luftballons gesehen? Hast du noch nie Luftballons gesehen? Nali, das ist laut, wenn du da dran kommst. Nala, mach ich warte nur darauf, nicht, dass das Ding platzt. Oh nein. Ja. Da kriegt die den Schrecken ins Leben. Die will an den Schnuddel. Ja. Oh nein. Pläne. Die bewegen sich halt. Was ist das? Hä? Was ist los? Was ist das denn? Ich trau es nicht. Mit. Wo tut ihr den jetzt hin? Nimm in dein Körbchen. In dein Körbchen. Nala, in dein Körbchen, Nala. Geh in dein Körbchen. In dein Körbchen, Nala. Nur, dass sie schon Bescheid weiß, weil die weiß nicht, was da passiert. Ach nein. Der geht auch nicht so schnell kaputt. Oh oh, oh oh. Das wird laut. Die beißt rein, warum knallt der nicht? Warte, Schatz, chill. Guck doch mal aber. Ja, weil er so wenig Luft und ja, keine Spannung hat. Nali, wenn der kaputt geht. Toll. Wie kriege ich das dann auf? Mach mal so ein Loch ein, wie bei so Capri-Sonne. Auf das habe ich mich am meisten gefreut. Ja, du musst es dir halt durchlesen, bevor du das kaufst. Ja, ich dachte irgendwie, es kommt so schon an. Machst du? Warte. Ich habe das noch nie hinbekommen. Ja, guck so, du nimmst es so. Du ziehst den lang, langziehen und dann nimmst du deine zwei Finger. So. Ja. So. Und dann wie so. Rein. Und dann so. Und dann spreizst du die Finger ein bisschen auf. Und dann machst du das hier so runter. So, zack, und dann so. Ich probiere. Ein Atemzug. Guck, so. Jetzt mach mal langziehen. Nimm deine zwei Finger so. So. So drum. Oh, und dann das Ding hier. Ja, ich krieg das dann durch. Dazwischen. Wie kriegst du das denn da durch? Ah, warte, warte, warte. Ich hab's. Nee, du musst das doch, Ding. Nee, nee, ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben einen Luftballon zugemacht. Ist im Ernst jetzt? Ja, im Ernst. Oh, dann siehst du mal, was du alles durch mich lernst. Noch vor dem 22. Lebensjahr. Toll. Ah, ne, vom 13. Vorsicht, die Nala ist da. Wollen wir mal ein Battle machen? Mach mal die Luft raus. Ja, ich kann aber nicht. Sag ich ehrlich. Warte, warte, warte.
Aber wer weiß okay, denn, wie groß? Bist du ready? Wie groß denn? Man, wir wissen ja gar nicht, ob die gleich groß ist. Macht Stoppuhr an. Dann machen wir 10 Sekunden. Ja, aber dann ist meiner kleiner und damit früher fertig. Ne? Nee, lass einfach so machen. Nee, wer am meisten Luft da rein bekommt? Ach so, nee, ich mach das nicht mit Platzen und so. Okay, dann welcher größer ist? Alter, weißt du, wie fest der ist für den Luftballon? Bekommen und ich weiß nicht von wem. Das ist so süß. Oh nein, mein Akku ist fast alle. Das ist so süß. Och nein. Süß. Das ist so süß. Oh, steht da mein... Ah nee, das ist nur das Ding. Ich dachte gerade, da steht meine Adresse. Das ist so süß. Dankeschön. Something to drink or maybe something to smoke. Diese Erdbeeren. Also die Erdbeeren. Boah, die Erdbeeren sind so crack. Boah, das sind die räudigsten Erdbeeren. Die hatten ihre besten Tage schon hinter sich. Nee, die haben noch nichts gesehen von der Welt. Auch was ist das denn? Das gab's noch nie bei Erdbeeren. Hier, das ist irgendwas aus dem Labor. I got those goosebumps every time that I need a hide it, golden to desire. Keine Zeit. Ich hab keine Zeit, richtig zu sein. Keine Zeit. Something to drink and maybe something to smoke. Alles Gute, Digga. Hä, nein, das stimmt nicht. Ich schwöre, das steht noch nicht bei mir. Ich will nicht weinen. Ich hab mich doch geschminkt. Wie krass. An deinem Verfiedelfluss. Oh nein, nicht weinen, Engel. Oh nein. Ich will nicht weinen. Ich hab mich Ich liebe dich, Schatz. Ich dich Und ich wünsche dir auf deinen 100.000 viel Glück. Nee. Ich wünsche dir bei deinen 100.000 viel Glück. Ganz, Mann, ganz viel meine. Glück. Und auf all die nächsten 100.000, die kommen, mein Schatz. Doch, Manu, ich bin doch gerade geschminkt. Du hast einfach 100k, Alter. Ach, ich wollte eigentlich so einen Live-Counter machen. Oh, jetzt hast du mich komplett nass gemacht. Och, nee. Ich hab Alter. Ach, nicht mal kacken. Geil, ich kann nicht mal kacken. Du hast einfach 100k, Mann. Jetzt gleich bestimmt geht mein Make-up weg. Oh, stell dir mal vor, wir würden jetzt in den Club gehen, mein Make-up wird so aussehen. Oh. Ey, du hast einfach 100 fucking K. Ich hab da eigentlich einen TikTok zugemacht, das muss ich jetzt schnell beenden. Oh mein Gott. Was eine Scheiße, jetzt ist mein Make-up am Arsch.
Ach, wie süß. Guck mal. Wie süß. Wie geil, Alter. Jetzt zitter ich und jetzt sehe ich auch noch so aus. Du musst ganz auf dein Handy achten, ganz stark. Ich will nicht so aussehen, wenn was Tolles passiert. Oh je, ich zitter. Jetzt bestimmt einer weg. Ich wollte nicht fallen. 100.000. Wie krass. Wie geil, Schatz. Ist doch voll schön. Ja, natürlich. Das sind ja warum voll, meinst du denn? Das sind so, Freudentränen. Ach toll, mein Make-up. Ich wollte noch ein Bild machen. Das kannst du so vergessen. Alter. Oh. Einfach an deinem fucking Geburtstag. Ich habe noch nicht Geburtstag. Ja, aber gleich bald. Ich warte nur, bis einer weggeht. Ich muss schnell wieder mit meinem alten Account noch abonnieren. Oh, oh nein, mein Oberteil. Halt mal bitte. Fuck. Och, Nali, ich habe 100.000 Abonnenten geschaffen. Du hast mir noch nicht gratuliert. Du stinkst. Ich bin bist echt du happy, glücklich. Hier zu sein? Ja, ich bin echt sehr glücklich. Bild. Ich wollte eigentlich diesen Counter machen, aber es ging dann doch zu schnell. Das. Wie du willst. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich. Und es sind nur Freudentränen. Und jetzt muss ich da so Steffi abholen. Oh nein, die hat mir einen Live-Standort geschickt. Nicht, dass sie schon da ist. Wild, Alter. Das ist so cool. Das ist so geil, Junge. Boah, hätte ich jetzt meinen Tage, wird es so eskalieren. Ich habe nicht mal meinen Tage und ich weine. Ich dachte, ich weine nicht. Einfach 100.000. Wie geil! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Den 100.000 gibt es kein Zurück mehr. Nee, jetzt sind sie da. Doch voll geil. Das ist voll toll. Kannst dich gleich abschminken, Engel. Oh nee! Boah, siehst du gut aus. Wow. Ich habe jetzt richtig Lust auf die Kacke zu hauen. Genau um 20 Uhr. Und meine Kamera ist kaputt. Warum ist deine Kamera kaputt? Weil er nicht mehr funktioniert. Oh nee, es ist doch nicht ganz. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Engellieb. Hanna hat mir ein Video geschickt. Das muss unbedingt laden. Singt die da? Ich kenne sie. Einfach sein Ding durchgezogen. Die kennst du? Ja. Wie geil. Mega, was du für einen Content machst. Also, ich wünsche natürlich alles Gute zu 100.000 Abonnenten. Auch wie süß ist das denn? Anna hat. Teil der Menschen mit Arthur. Ey, so SDL. Warte, wir müssen einen Move machen. Warte, mach von neu. Schatz, bleib mal nochmal. Ey, kannst du es mal lauter machen? Ich muss es auch. Mhm. Oh, Arthur! Ja, bitte. Komm mal! Komm mal schnell! Das sind jetzt keine Knopfe, oder? Oh. Oh, wie hübsch ist. Wow! Was ist denn da bei Chat Shots? Oh mein Gott, der sieht so gut aus! Schatz, hast du dich da drauf gesetzt? Ey, Mann, Noah, Jean. Oh nein. Weißt du, wie hart dieser Ball ist? Der ist oben durchgebrochen. Wie kannst du sowas durchbrechen? Thank you.
wegdrehen. Doch, Schatz, lass mich mal doch mal kurz in Ruhe 5 Minuten. Ey, wenn du jetzt einschläfst. Ich schlafe nicht ein, lass mich doch mal bitte in Ruhe 5 Minuten. Bitte. Bitte. In Ruhe lassen. 5 Minuten. Ich schlafe um die Zeit eigentlich noch. Nein! Oh bitte, Schatz, fuck mich nicht ab, bitte. Komm, wir müssen los. Nein, jetzt lass mich mal 5 Minuten noch in Ruhe, bitte, Schatz. Wir müssen aber los. Ich mein's ernst, Schatz, bitte. Es ist kein Witz. Wir müssen aber los. Oh bitte. Bitte, es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Lass mich nochmal 5 Minuten Okay, ich lass dich in Ruhe. Lass mich mal bitte 5 Minuten noch in Ruhe. Der ist so ein Hässler. Junge! Nacht. Du musst dein Kissen richtig beziehen, das ist abgezogen. Nein, das ist so. Oh yeah, man. Oh, be fine, man. Like your apartment. Apartment? We go to the massage, man. And, wie heißt Massage auf Englisch? Massage. Massage. We go to the massage. So, wir kommen fresh out of massage. Ich sehe aus, der Alkohol ist noch in mir. Okay. Er wurde rausmassiert. Wir sind beide so ratzemüde. Ey, das ist so geil, Alter. Das war so entspannend. Das war so wild. Das war genau, was ich gebraucht habe. Und Arthur hatte so... Weißt du wohl, was ich jetzt fühlen würde? So eine heiße Schokolade. Ja. Und schlafen. Ich muss jetzt auch nicht hier schreien. Unbedingt dich fragen, wie du es findest in dem Moment, weil ich dachte, Arthur feiert es gar nicht, weil der mag Massagen nicht so gerne. Und dann war er aber leise und dann war ich so, und du so, ja, alles gut. Und dann war ich so, okay, dem gefällt es wirklich. So süß. Morning in the morning. Heute ist schon der 26. Januar und das heißt, mein Geburtstag ist jetzt 4 Tage her, heute ist Donnerstag. Und ich habe eben die ganze Zeit mein Video geschnitten, habe es jetzt fertig gemacht und das Einzige, was fehlt, ist noch das Outro. Ich habe aufgehört, am Sonntag zu filmen, nach der Massage meine ich. Und nur um den Tag nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir waren dann bei der Massage, sind dann nochmal nach Hause gefahren. Ich habe mein YouTube-Video ready gemacht und dann sind wir nochmal zu meinen Eltern gefahren, haben da dann gegessen und dann sind wir nach Hause, haben ein Dschungelcamp geguckt und dann war der Tag auch schon over. Und dann ging die neue Woche los. Ich muss sagen, als abschließende Review, das war wirklich einer der schönsten Geburtstage ever. Ich hatte es mir eigentlich ganz anders vorgestellt und ich habe mir wirklich gewünscht, dass gerade so mein 22. Geburtstag so richtig krass sein muss, weil ich so am 22.01. Geburtstag habe und diese ganzen Angel Numbers und dann war ich so, ich will, dass das ein richtig krasser Geburtstag wird. Und es ist alles so spontan am Ende gewesen, weil ich so viel umswitchen musste, dass ich überhaupt keine Erwartungen mehr hatte und deswegen wurden meine Erwartungen einfach übertroffen, weil es meistens so ist, wenn man mit wenig Erwartungen rangeht, kann man die eigentlich nur übertreffen und so war es bei mir auch. Ich hatte die richtigen Leute an meiner Seite und es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten so viel Spaß und es war einfach, es war so eine geile Stimmung, es war so lustig. Wir waren bis 4 Uhr hier. Es war einfach ein richtig geiler Abend und dann ein super entspannter Sonntag mit meinen Eltern, Massage, Brunchen gehen, Spiele spielen. Es war, also besser hätte ich es mir überhaupt nicht vorstellen können und deswegen bin ich so dankbar für meinen Geburtstag dieses Jahr. Und es war ein richtig, 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 richtig guter Start in 2023. Und was ich ja noch gar nicht angesprochen habe persönlich, dass ich auch einfach noch die 100.000 Abonnenten geknackt habe. Und es war genau, als ich mit dem kompletten Stress
fertig war. Also ich habe den ganzen Samstag über waren wir unterwegs. Es war super stressig. Ihr könnt Hannah fragen. Ich glaube, das war der stressigste Tag, den ich seit langer Zeit hatte. Und dann bin ich nach Hause gekommen, hatte eine Stunde Zeit, um alles vorzubereiten, mich fresh zu machen. Und ich bin ja dann auch schlussendlich in der Jogginghose gewesen und in einem normalen Oberteil und habe mich nicht neu geschminkt. Aber ich habe mich nochmal ein bisschen aufgefresht. Und Arthur hat mir so unnormal unter die Arme gegriffen. Hätte der nicht schon so viel vorbereitet, dann wären wir nicht rechtzeitig fertig gewesen. Und es hat mir so einen Druck genommen, als ich durch diese Tür gekommen bin und gesehen habe, dass er alles aufgeräumt hat, dass er schon angefangen hat, alles vorzubereiten. Das war wirklich so, da war ich so dankbar für. Also nochmal Shoutout hier an Arthur. Ich weiß gar nicht, ob er es sehen wird, aber damit ihr wisst, ich appreciate das so sehr und ihn so sehr. Und gerade als wir so mit dem Essen fertig waren, ich mich umgezogen habe und die Gäste kamen, genau dazwischen habe ich die 100.000 Abonnenten erreicht und es hat mich so überwältigt. Ich glaube, meine Reaktion spricht für sich. Ihr habt es ja gesehen. Ich hatte die Kamera sowieso auf dem Tisch liegen, deswegen konnte ich direkt mal losfilmen, damit ihr meine Live-Reaction seht und damit ihr seht, wie dankbar und glücklich und overwhelming das einfach für mich war und wie sehr ich das einfach schätze. Und Arthur war auch richtig happy und es hat mich so gefreut, seine Reaktion. Und auch meine Freunde haben sich für mich gefreut und ich war einfach so gerührt davon und ich habe die ganze Zeit geheult und ich habe wirklich lange geheult. Und das Süßeste, was ich aber nicht eingeblendet habe, war, dass eine andere Freundin und Arthur so ein Video vorbereitet haben, wo super viele Leute drin gesprochen haben und mir alles Gute gewünscht haben. Meine Eltern, Arthurs Eltern, meine Freunde, andere Influencer. Und was mich auch so gefreut hat, ist, dass super viele aus meiner Community in diesem Video waren und mir auch so schöne Worte gesagt haben. Und es hat mich wieder doppelt und dreifach gerührt. Und dann habe ich wieder angefangen zu weinen. Und ich war einfach nur so, okay, jetzt ist es auch egal mit meinem Make-up. Weil wir hatten den Plan, vielleicht noch feiern zu gehen. Und dann war ich so, okay, ist jetzt auch egal, weil jetzt ist mein Make-up komplett done. Aber das war so ein schöner Start, weil das auch so dieses perfekte Timing war. Es war zwar nicht genau an meinem Geburtstag, es war einen Tag davor, aber es war genau in der richtigen Minute, genau in dem richtigen Moment. Und es hat mich so gefreut. Deswegen will ich hier nochmal sagen, dass ich so dankbar dafür bin. Und ihr habt meine Reaktion gesehen. Ich war so überwältigt davon und es hat mich so glücklich gemacht. Und ich habe einfach so an mein 13-jähriges Ich gedacht, was so happy ist in dem Moment und dem ich so ein Traum erfüllen konnte und deswegen war das auch einfach so emotional für mich und ich bin immer noch super dankbar und ich kann immer noch anfangen zu flennen, wenn ich dieses Video sehe und ja, ich bin sehr happy darüber und ich will hier nochmal danke, 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 danke sagen, dass ihr Teil meiner Community seid, Teil von uns seid, mich supportet, für mich da seid und mich auf dem Weg begleitet und dass ihr wisst, dass ich das sehr, sehr doll schätze. So viel dazu. Ich wurde natürlich auch reich beschenkt. Ich weiß, dass viele wahrscheinlich interessieren wird, was ich so geschenkt bekommen habe. Aber es sind einfach die Sachen von meinen Eltern noch gar nicht da. Die haben mir nämlich so ein paar Möbelstücke geschenkt. Die haben mir noch ein paar Stühle bestellt, weil das einfach das ist, was ich so am besten gebrauchen kann. Und ich habe von denen noch einen Spiegel bekommen. Ihr werdet den sehen, wenn er ankommt. Zeige ich ihn euch sowieso im Vlog. Deswegen, wir müssen uns alle ein bisschen gedulden. Das fällt mir auch schwer. Aber ich wurde sehr gespoilt, was Blumen angeht. Die sind von Arthur, die finde ich richtig schön. Die sind von meinem Management, da habe ich mich auch so gefreut. Die habt ihr aber, glaube ich, schon im Vlog gesehen. Dann habe ich auch noch von Zoe richtig süß so eine Tasse bekommen. Die ist aber gerade in der Spülmaschine. Und so eine selbstgebastelte Karte, ein bisschen Süßigkeiten. Und von einer richtig süßen Schmuckbrand, die ihr jetzt mittlerweile auch schon von mir kennt, von Daniela. Von Jackson Jewelry, die hat mir auch Blumen zugesendet und das hat sie letztes Jahr schon gemacht und ich habe damit gar nicht gerechnet und es hat mich so, 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 so doll gefreut. Und zwar sind das die hier, die habe ich aus Versehen unten aufgemacht, deswegen sind die jetzt schon so verteilt, aber das war auch so ein Strauß und die sind so schön. Und das hier sind die Blumen von Hannah, die gehen gerade schon ein bisschen in den Bach runter. Ich habe die auch in diese Karaffe stellen müssen, weil ich nicht genug Vasen habe. Und das waren einfach so richtig schöne rosane Rosen. Die lassen leider schon ihre Köpfchen hängen, aber ich habe mich so gefreut und mit Blumen macht man mir immer eine Freude. Und ich habe von Hannah und Steffi Gutscheine bekommen und von Hannah einen Städtetrip, wo ich mir aussuchen kann, in welche Stadt wir zusammenfahren über ein Wochenende. Und ich habe mich so unnormal darüber gefreut und ich bin so, 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 so dankbar. So viel auf jeden Fall zu meinem Geburtstag. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Es fühlt sich nichts anders an. Ich wollte eigentlich für immer 21 sein, aber das funktioniert halt leider nicht. Deswegen bin ich jetzt wieder ein Jahr älter. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Geburtstag habt, weil es haben mir super viele geschrieben, dass wir Geburtstagstwins sind und viele auch am gleichen Tag Geburtstag hatten. Das fand ich sehr nice, deswegen schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr mich einfach weiterhin supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.